Rick and Morty-Fans werden sich an das monatelange Warten zwischen dem Ende von Staffel 2 und dem Beginn der dritten Staffel erinnern. Jetzt müssen die Fans der Serie noch länger auf die vierte warten. Mehr dazu gibt es jetzt. Los geht's! Ryan Ridley, Autor bei Rick and Morty, bestätigte in einem Interview, dass seinem Wissen nach im Moment noch niemand am Drehbuch von Staffel 4 arbeitet. Das Drehbuch für die dritte Staffel war im November 2016 fertig, ungefähr 8 Monate bevor die Serie wieder auf Adult Swim zu sehen war. Sie brauchen echt ihre Zeit. Ich habe nie verstanden, warum jeder, Dan Justin und Adult Swim, ihren Scheiß nicht zusammenbekommen und die Show schneller produzieren. Ich verstehe es einfach nicht. Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Kriegt euren Scheiß endlich zusammen, Jungs. Wäre das sogar die bisher längste Wartezeit fürs neue Material von Rick and Morty? Mr. Poopy Butthole hat immerhin schon seine überfällige Hintergrundgeschichte bekommen. Staffel 4 könnte sogar mehr als 10 Folgen haben, also dürfte sich das Warten lohnen. Ja Leute, da sind wir auch schon wieder am Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Ansonsten vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten war's das für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.